kurzes Update zum Wachswechsel. Ich habe jetzt hier mein Dingens hier mal abgemacht. Ich habe das jetzt hier mit dem Cotton Clean Up versucht. Das ist dann sozusagen gänzlich gescheitert. Jetzt ist das Wachs mir schon kalt geworden, wie man hier unschwer erkennen kann. Jetzt wird das natürlich etwas schwieriger. Aber das geht auch, wenn es noch nicht ganz fest ist, aber schon kalt. Es ist halt nur mehr Sauerei. Hört sich heiß an, gell? Aber draußen ist kalt, die Sonne scheint zwar ein bisschen, wahrscheinlich ist es in der Sonne auch mehr warm, wie man denkt, aber hier drin in meinem Kellerchen mit meinen 70 cm Wänden ist es, sagen wir mal so, nicht kalt, aber frisch. Und deswegen wollte ich euch das jetzt hier zeigen. Ja gut, das ist natürlich bei der Methode besser. Der Wachs ist noch flüssig, ne? Aber wie gesagt, ich habe mir das Ding hier jetzt mal gerade, während die Lampe brennt, einfach mal runtergeholt. Wie gesagt, ich habe dann mit dem Cotton Clean Up versucht. Das war nicht so ganz prickelnd. Wie gesagt, da habe ich dann hier das Wachs schon. Also dafür ist diese Lampe, wie gesagt, nicht geeignet. Die ist relativ tief hier. Das sind bestimmt 2-3 cm und der passt einfach von der Größe her nicht rein. Aber in meine große Lampe passt er rein. Ich hätte fast mal wieder einen Kardinalsfehler begangen und habe einfach mit dem Cotton Clean Patsch und da wäre es mir fast übergeschwappt. Also hier sind jetzt in dem Cotton Clean, ich fahre jetzt einmal mal so da durch, dann ist sie fast sauber. Man sieht, der ist gut vollgesaugt, aber noch nicht bis oben hin. Hier sind jetzt, ich würde mal sagen, 2,5 Wachsbars. Wie gesagt, hier mit der einen Ecke hatte ich hier, wie man hier sieht, weil er zu schräg ist, hatte ich versucht, in die kleine Minilampe zu kommen. Das hat aber nicht funktioniert, in die Miniwandlampe. Und ja, aber in der großen funktioniert es wie eine 1. Wie gesagt, das ist also bis zu 4 Wachsbarwürfelchen. Also meistens bei den ganz großen Lampen in den Schälchen. Hier steht normalerweise auch drauf, wie viel drauf ist. Hier sieht man auch. Ich weiß nicht, ob man hier in der Kamera so sehen kann. Doch jetzt schon, da steht auch eine 4 drauf unter dem Sensi-Symbol. Das heißt, bis zu 4 Wachsbars kann man hier reintun. Dann ist das Ding aber auch wirklich knüppelvoll. Ich hatte jetzt hier 2 Stück drin. Und damit ist es eigentlich auch schon. Das ist eine von unseren kleineren Lampen. Die kostet 50 Euro. Und wir haben natürlich auch größere. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich mal gerade meine Wachsdinger hier schnell in den Mülleimer tue. Bitte bei Haustieren Mülleimer mit Deckel. Weil, wie gesagt, unser Hund liebt die Dinger heiß und innig. Ich gehe jetzt mal gerade noch schnell mit dem Taschentuch hier durch. Ich habe mich jetzt kein Wattepad mehr übrig. Ich hatte mir nur 2 Grad mit um die Ecke gewonnen. Und da mein Knie immer noch schlimm ist. Jo, perfekt sauber. So, da soll nämlich jetzt eigentlich rein, weil es so schön frisch ist draußen, auch in die andere Lampe, werden wir reinmachen mein All-Time-Favorite Vanilla Bean Buttercream. Also den verdüftel ich, wie gesagt, das ganze Jahr. Aber jetzt, kurz vom 1. September, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Der hat auch ein bisschen warm Wetter mitgekriegt. Wie man sieht, mein Finger hier ist jetzt schon voll mit Duftöl. Wie gesagt, der hat ein bisschen, ja, man sieht jetzt, ah, der hat ein kleines bisschen geschwitzt. Ich hatte den 3 oder 4 Tage hier im Shop stehen. Und ja, und dann war es dann doch nochmal warm geworden. Und dann hat er etwas geschwitzt und ich war einfach nur zu faul, ihn wegzuholen. Ich habe die Quittung dafür gekriegt. So, das war der schnelle Wachswechsel am Dienstagmittag. Tschüss, meine Lieben.